Ich werde hier, und das klang ja auch schon bei den vorherigen Beiträgen an, und ich hoffe, es ergänzt sich dann gut, mir einen Vorschlag für Zukünftiges machen zum Thema Priorisierung und Koordination. Ja, kooperative Bestandserhaltung. Das Pflichtexemplar ist Grundlage einer Massenentsorgungsstrategie. Darüber wird es bei mir jetzt gehen. Gestatten Sie mir dann einleitend einige der verwendeten Begriffe nochmal näher zu beleuchten. Ich hoffe, jetzt vor allem am zweiten Kongresstag, dass es nicht allzu redundant wird. Das nationale gedruckte Kulturerbe wird in den deutschen Bibliotheken bekanntermaßen durch ein sich gegenseitig ergänzendes Gesamtsystem gesammelt und gesichert, das sich einerseits zentral auf die Deutsche Nationalbibliothek und andererseits auf die vielen Staats-, Regional- und Landesbibliotheken stützt. Letztere bewahren dabei die schriftliche Überlieferung ihrer jeweiligen Region auf, seien es Handschriften, Inkunabeln, alte Drucke, aktuelle Verlagspublikationen und Rauliteratur. Genau, wir sammeln alle Publikationen über die jeweiligen Regionen, als auch die Publikationen, die in den jeweiligen Regionen erschienen sind bzw. erscheinen, das sogenannte Pflichtexemplar. Hier sieht man einen Überblick auf der Folie. Bei einem Pflichtexemplar, das wissen Sie sicherlich alle, handelt es sich um das Exemplar eines Buches bzw. einer Publikation, das der publizierende Verlag auf gesetzlicher Grundlage an eine bestimmte Bibliothek abzugeben hat. Jeder Verlag in Deutschland muss zwei Exemplare von jedem gedruckten Werk an die zuständigen Pflichtexemplarbibliotheken abgeben, auf Bundesebene eben eines an die Deutsche Nationalbibliothek und auf regionaler Ebene eines an die zuständige Staats-, Regional- oder Landesbibliothek. Im Folgenden werden letztere, also die regionalen Pflichtexemplare, Thema sein. Zum Beispiel hier zu sehen im badischen Landesteil von Baden-Württemberg. Im badischen Landesteil von Baden-Württemberg wird das badische Pflichtexemplar von der badischen Landesbibliothek gesammelt oder das württembergische Pflichtexemplar an der württembergischen Landesbibliothek in Stuttgart, das sächsische Pflichtexemplar an der sächsischen Landes- und Universitätsbibliothek in Dresden und das bayerische Pflichtexemplar an der bayerischen Staatsbibliothek und so weiter und so fort. Und in ihrer Summe bilden diese regionalen Pflichtexemplare, also komplementär zum bundesweit gesammelten Pflichtexemplar an der Deutschen Nationalbibliothek, das gesamte nationale gedruckte Kulturerbe. Mit der Zuständigkeit für das regionale Pflichtexemplar und der gesetzlich verankerten Pflicht, dieses für alle Zeit zu archivieren, zu bewahren und zu erhalten, sind die Landesbibliotheken ein zentraler Akteur und Ansprechpartner bei den gegenwärtig im Bibliotheksbereich laufenden Projekten zur kooperativen Archivierung und Aussonderung und hier der Fokus spezifisch landesbibliothekarisch natürlich auf die Aufbewahrung der Medien gerichtet. Wenn also alle regionalen Pflichtexemplare in den Staats-, Regional- und Landesbibliotheken im Rahmen von Bestandserhaltungsmaßnahmen massenentsäuert werden würden, wäre in der Summe das gesamte nationale gedruckte Kulturerbe gesichert. Und welche Schritte unternommen werden müssten, um eine auf dem regionalen Pflichtexemplar fußende Massenentsäuerungsstrategie umzusetzen, werde ich im Folgenden am badischen Beispiel erläutern. Die Priorisierung, das war ja schon vielfach Thema, ist im Bibliotheksbereich natürlich immer ein besonderes Thema, weil eben in den allermeisten Fällen von einer Mehrfachüberlieferung auszugehen ist. Neben den ganzen unikalen Bibliotheksbeständen, Handschriften, Autographen, Nachlässe, Drucke mit intrinsischem Wert, die sind prinzipiell aufzubewahren und zu erhalten und auch alle Drucke bis zum Erscheinungsjahr 1850, die unabhängig von ihrer Sprache, ihrem Druck und Aufbewahrungsort in jedem Fall aufzubewahren sind und zu erhalten sind. Aber ab dem Erscheinungsjahr 1851 kann davon ausgegangen werden, dass Druckwerke in immer höherer Anzahl hergestellt wurden und so in großer Anzahl überliefert sind, sodass aus Kostengründen in keinem Fall alle Exemplare bestandserhalten bzw. konkret massenentsäuert werden können, sondern eben nur eines bzw. wenige zu priorisierende Exemplare. Und bei dieser Priorisierung sollte, wie von der KEK in ihren bundesweiten Empfehlungen 2015 vorgeschlagen, auf die bereits bestehenden verteilten Zuständigkeiten im deutschen Bibliothekswesen zurückgegriffen werden. Und in diesem Rahmen dieser Zuständigkeiten wurden von der KEK die Staats-, Regional- und Landesbibliotheken für die Erhaltung und dauerhafte Archivierung der deutschen Drucke ab 1891 adressiert und hier so das
jede dieser regionalen Pflichtexemplarbibliotheken für die regionalen Pflichtexemplare ihres jeweiligen Territoriums zuständig ist. Um das für die Entsorgung dann zu priorisierende Exemplar aus der Mehrfachüberlieferung identifizieren zu können, muss man das in den bibliothekarischen Nachweissystemen, also in unseren Verbunddatenbanken, markieren, kennzeichnen. Diese Aufgabe wird durch unsere Struktur in Deutschland erschwert. Anders als zum Beispiel in der Schweiz gibt es kein einheitliches Nachweissystem auf nationaler Ebene, sondern insgesamt 6 Bibliotheksverbünde mit je eigenen Verbunddatenbanken, wobei, und darauf werde ich mich im Folgenden auch beziehen, die Verbünde GBV und SWB 2019 in eine gemeinsame Datenbank migriert haben, die K10 Plus Verbunddatenbank, in der die Bibliotheksbestände von 10 Bundesländern, die hier grau markiert sind, drin sind. Und es ist also jetzt zwischen den Bundesländern, also innerhalb der Bundesländer und zwischen den Bundesländern, als auch innerhalb der Verbünde, als auch zwischen den Verbünden zu koordinieren, dass das zu entsäuernde Pflichtexemplar als solches in den Datenbanken gekennzeichnet werden kann bzw. wird. Und das rückwirkend bis zum Erscheinungsjahr 1851. Über welche Mengen sprechen wir hierbei? Die KEK hat in ihren Expertenumfragen oder in ihrer Expertenumfrage für die bundesweiten Handlungsempfehlungen 2015 folgende Zahlen ermittelt. Für den Zeitschnitt 1851 bis 1990 sind insgesamt 3,7 Millionen geschädigte Pflichtexemplarbände zu entsäuern. Dazu kommen nochmal 5,2 Millionen Bände in den Beständen der Bundeseinrichtungen. An der Badischen Landesbibliothek konnten wir das jetzt im Zuge unserer Arbeiten konkretisieren für den Zeitschnitt 1851 bis 1990 auf die Zahl von ca. 210.000 badischen, also wirklich nur badischen Pflichtexemplare konkretisieren. Voraussetzung für das, für die hier skizzierte Priorisierung und Koordination der Bestandserhaltungsmaßnahmen bzw. der Massenentsäuerung ist als erster Schritt eben die Kennzeichnung in den Nachweissystemen, und Voraussetzung dafür ist wiederum ein geeignetes Datenmodell, mit dem diese Kennzeichnung vorgenommen wird. Dieses Datenmodell wurde im Rahmen des von der KEK finanzierten Projekts Einheitlicher Nachweis 2016 bis 2018 entwickelt und fand, also basierend auf internationalen Standards und internationalen Austauschformaten folgend, als Feld 4233 für Bestandsschutzmaßnahmen und Langzeitarchivierung Eingang in die von vielen Verbünden verwendete Software Pika. Auf Titeldatenebene, hier sehen wir einen Pika-Titeldatensatz und hier das Feld 4233, können jetzt zum Beispiel folgende Inhalte eingetragen werden. Das wird vielen von Ihnen ja auch bekannt sein. Einmal ein Code, der die Aktion und den Status derselben bestimmt, also zum Beispiel, ob ein Titel dauerhaft archiviert ist, das spielt beim Pflichtexemplar eine Rolle, oder ob er bereits massenentsäuert ist, oder ob zum Beispiel eine Digitalisierung geplant ist. Auch der jeweilige Kontext bzw. die Rechtsgrundlage, also zum Beispiel, ob es eben ob der Titel im Rahmen einer Pflichtexemplarregelung aufbewahrt wird, kann hier eingetragen werden, hier zum Beispiel mit dem Code PEBW für baden-württembergisches Pflichtexemplar. Falls dann ein Titel massenentsäuert wird, kann in einem anderen Unterfeld auch die für die Entsäuerung verwendete Methode eingetragen werden. Hier zum Beispiel METE für die Verwendung von Magnesium-Ethanolat und Titanethanolat. In einem weiteren Unterfeld wird dann die für die jeweilige Aktion verantwortliche Bibliothek eingetragen mit ihrem Bibliothekssiegel, hier DE31 für die Badische Landesbibliothek im Beispiel. Ein dauerhaft archiviertes badisches Pflichtexemplar in den Beständen der Badischen Landesbibliothek sieht dann also hier wie folgt aus, ne? Hier rot markiert, und ist auch so recherchierbar. Dabei ist das Feld mehrfach belegbar, also zum Beispiel einmal fürs badische Pflichtexemplar und wie man hier sieht bei dem Titeldatensatz, dann hier nochmal für eine Markierung im Rahmen des Projekts BW Last Copies. Dazu komme ich aber gleich nochmal. Also auf jeden Fall mehrfach belegbar. Ja, die Etablierung dieses Feldes in den Verbunddatenbanken ermöglicht es jetzt nun, die regionalen Pflichtexemplar
auf Titeldatenebene zu kennzeichnen und schafft darüber wiederum die Grundlage für eine auf dem regionalen Pflichtexemplar fußende Massenentsäuerungsstrategie. Die Badische Landesbibliothek hat bereits, wie viele andere Landesbibliotheken und wissenschaftliche Bibliotheken auch, von der KEK geförderte Maßnahmen zur Massenentsäuerung umgesetzt. Von 2017 bis 2021 haben wir Bestände aus dem bis 1974 separat gepflegten Sammelgebiet Oberrhein massenentsäuert. Insgesamt waren das 29.000 Bände und 13.500 Kilogramm mit Mitteln der KEK und Mitteln aus dem Landesrestaurierungsprogramm Baden-Württemberg. Und auch in der das wurde auch in der K10-Plus-Datenbank markiert, wie wir hier sehen, einmal mit einer lokalen Signatur sogar hier noch und der Aktion massenentsäuert und der Methode und eben unserem Bibliothekssiegel. Dieser landeskundliche Separatbestand, der Oberrheinbestand, wurde für Entsäuerungsmaßnahmen bei uns priorisiert, weil er eben aus landeskundlicher Perspektive hochrelevante Titel beinhaltet, weil er auch als separat gepflegter Bestand über die lokale Signatur einfach zu identifizieren war und, das ist jetzt in dem Kontext besonders wichtig, weil er auch schon bereits zur Hälfte aus badischen Pflichtexemplaren besteht. Wenn diese Entsäuerungsmaßnahmen für den Oberrheinbestand dann einmal abgeschlossen sind, dann kommt bei uns das nächste Literatursegment in den Fokus, eben das badische Pflichtexemplar 1851 bis 1990. Und wie hier skizziert, besteht jetzt mit dem Feld 4233 die Voraussetzung, das auch in den Verbunddatenbanken als Pflichtexemplar zu markieren. Und das haben wir exemplarisch für Baden umgesetzt. Und das rückwirkend bis 1851, Entschuldigung, und im Rahmen der heutigen und nicht der historischen territorialen Zuständigkeiten. Glücklicherweise gab es dafür oder konnten wir das im Rahmen des Landesprojekts BW Last Copies umsetzen. Das Projekt von 2019 bis 2021 am Bibliothekszentrum Baden-Württemberg hatte zum Ziel den Aufbau und die Inbetriebnahme eines Bestandsmanagementsystems, mehr aus der Perspektive der kooperativen Aussonderung gedacht, aber vice versa eben auch dann zur kooperativen Archivierung von gedruckten Monographien und beschränkt auf wissenschaftliche Bibliotheken in Trägerschaft des Landes Baden-Württembergs, weil eben ein Landesprojekt. Die Identifizierung dieser badischen Pflichtexemplare rückwirkend bis 1851 in der K10-Plus-Datenbank war nicht ganz einfach, weil ausschließlich über den Erscheinungsort zu identifizieren. Und es gilt dann rückwirkend bis 1851 und unabhängig von anderen gegebenenfalls existierenden Regelungen, jeder Titel, der einen badischen Erscheinungsort hat, als badisches Pflichtexemplar. Und dazu haben wir in einem ersten Schritt eine Liste aller badischen Orte angefertigt, beziehungsweise eine Liste aller baden-württembergischen Orte, weil wir natürlich mit der Württembergischen Landesbibliothek da das zusammen gemacht haben. Und die enthielt über 10.000 Ortsnamen, vor allem halt viele auch Verweisungsformen. Und die wiederum, diese Liste mit den Orten, hat dann das BSZ über die Datenbank, über alle Titeldateneinträge laufen lassen und heraus kam dann eine Liste mit badischen Pflichtexemplaren von 1851 bis zur Gegenwart und vor allem auch inklusive aller besitzenden Bibliotheken in Baden-Württemberg. Und tatsächlich befinden sich nur, in Anführungsstrichen, nur 80% der ermittelten badischen Pflichtexemplartitel als sogenannte reale Pflichtexemplare auch im Bestand der Badischen Landesbibliothek. Wir konnten sie identifizieren und das BSZ hat sie dann für uns ausgezeichnet, eben in 4233 mit dem bereits erläuterten Kürzeln. Was aber ist mit den anderen 20%, und das ist jetzt so ein bisschen komplex oder ein Spezifikum dieser Frage, diese 20% befinden sich eben nicht in Beständen der rechtlich zuständigen Bibliothek BLB, sondern in den Beständen anderer baden-württembergischer Bibliotheken. Das hat zwei Gründe. Einmal waren die gesetzlichen Regelungen einfach einen großen Zeitraum ausgesetzt von 1868 bis 1936, sodass ein Großteil gar nicht zu uns gelangt ist. Und zweitens hatte die Badische Landesbibliothek 1942
beim Bombenangriff auf Karlsruhe einen Brand und einen Totalverlust aller Druckschriften erlitten. Da konnte zwar vieles nachgekauft werden, aber eben nicht alles. Und diese sogenannten virtuellen Pflichtexemplare mussten auch genauso gekennzeichnet werden und als dauerhaft archiviert markiert werden wie die anderen 80%. Und das heißt, dass für jeden Titel eine als zuständig deklarierte Bibliothek die Archivierung übernehmen musste. Und um zu ermitteln, welche Bibliothek in Trägerschaft des Landes Baden-Württemberg sinnvollerweise eine Verpflichtung für eines dieser virtuellen Pflichtexemplare übernehmen sollte, haben wir einen Verpflichtungsalgorithmus entwickelt und den mit den betreffenden Bibliotheken abgestimmt. Also immer dann, wenn die BLB einen Titel nicht im Bestand hatte, prüfte dieser Algorithmus in der Aufreihung, die Sie hier sehen, ob der Titel in der jeweils nächsten Bibliothek vorhanden ist. Die Württembergische Landesbibliothek natürlich als komplementär sammelnde andere große baden-württembergische Pflichtexemplarbibliothek an erster Stelle, dann die beiden großen badischen und alten, großen und alten badischen Universitätsbibliotheken Heidelberg und Freiburg, die teilweise auch eigenes Pflichtexemplar wahrgenommen haben in der Vergangenheit, folgen von allen anderen badischen Universitätsbibliotheken und dann den württembergischen Universitätsbibliotheken und abschließend dann alle anderen baden-württembergischen Bibliotheken. Insgesamt sind das über 100 Bibliothekssiegel gewesen, die da durchgelaufen sind. Und das für Daten schon von einem recht großen Zeitraum. Und in diesem Zuge konnten dann eben 109.000 weitere badische Pflichtexemplartitel als virtuelle badische Pflichtexemplare markiert werden. Hier mit einem neuen Unterfeld $H, wo die rechtlich verantwortliche Bibliothek drinsteht und dann in $5 die Bibliothek, in der der Titel tatsächlich liegt. Und so ist dann zum Beispiel ein badisches virtuelles Pflichtexemplar in den Beständen der UB Heidelberg gekennzeichnet. Und wenn jetzt eine der betreffenden Bibliotheken so ein virtuelles badisches Pflichtexemplar aussondern wollen würde, haben wir vereinbart, dass in diesem Fall eben das Feuer uns in jedem Fall anzubieten ist und darauf wird die Bibliothek eben in 4233 hingewiesen. Das württembergische Pflichtexemplar im Zuständigkeitsbereich der WLB wurde auch im Rahmen von BW Last Copies, wie hier beschrieben, halt mit komplementärem Verpflichtungsalgorithmus gekennzeichnet. Und damit haben wir jetzt zwei Sachen erreicht. Einmal verfügen wir über eine valide Mengenangabe an badischen Pflichtexemplaren, die für eine Massenentsäuerung in Frage kommen, nämlich die oben erwähnten 210.000 Exemplare von 1851 bis 1990. Und zum Zweiten haben wir eine eindeutige und titelgenaue Zuordnung, um die im Rahmen von der Massenentsäuerung zu behandelten Exemplare zu identifizieren. Ja, ich komme zum Ende. Um eine effektive, auf dem regionalen Pflichtexemplar beruhende Massenentsorgungsstrategie umsetzen zu können, müssten natürlich jetzt noch alle anderen Staats-, Regional- und Landesbibliotheken ihre Pflichtexemplare, Titel aus ihrer Region genauso oder so ähnlich kennzeichnen, wie ich es jetzt hier skizziert habe. Viele sind da auch schon dabei. Und das könnte dann Ausgangspunkt für ein bundesweit strukturiertes, komplementäres und kooperatives Gesamtsystem bilden. Da stellen sich natürlich einige Fragen und werden Dinge zu koordinieren. Einmal kann man schon jetzt zum jetzigen Zeitpunkt, ich habe es ja vorher gezeigt, im K10 Plus, der 10 Bundesländer umfasst, alle Staats-, Regional- und Landesbibliotheken in diesen Bundesländern könnten das jetzt schon umsetzen. Und auch die anderen, die in anderen Verbünden katalogisieren, könnten ihre Pflichtexemplare genauso markieren. Da müsste man natürlich über Datenabgleiche zwischen den Verbunddatenbanken sprechen und die koordinieren. Da müsste natürlich in den anderen Bundesländern auch solche Erhaltungsverpflichtungen von den anderen Bibliotheken eingegangen werden, die virtuelle Pflichtexemplare ihres jeweiligen Territoriums im Bestand haben. Und es müsste zwischen den Bundesländern überregionale Erhaltungsverpflichtungen geben. Also wie zum Beispiel geht die Badische Landesbibliothek mit sächsischen Pflichtexemplaren, virtuellen sächsischen Pflichtexemplartiteln in ihrem Bestand um, wie die SLOB Dresden mit badischen Pflichtexemplartiteln in ihrem Bestand. Wenn dann aber schlussendlich alle in Frage kommenden regionalen Pflichtexemplarbibliotheken ihre Exemplare gekennzeichnet haben, wäre flächendeckend das nationale gedruckte Kulturerbe gesichert, da so sichergestellt worden ist, dass erstens kein Titel
ins Altpapier oder in den Handel ausgesondert wird, ohne dass er zuvor der zuständigen Bibliothek auch angeboten wird. Und zweitens von jedem Titel mindestens ein Exemplar, nämlich das regionale Pflichtexemplar, massenerzeugt wird und damit dauerhaft erhalten werden kann. Das hier beschriebene Datenmodell hat bundesweit die Voraussetzung geschaffen dafür. Und die hier am badischen Beispiel skizzierte Kennzeichnung des Pflichtexemplars ermöglicht eben die exakte Zuordnung der Zuständigkeiten. Wir in der BLB werden, wenn wir den Oberrheinbestand dann entsäuert haben, das wird noch einige Zeit in Anspruch nehmen, die Massenentsäuerung der realen badischen Pflichtexemplare, also der Pflichtexemplare in unserem Bestand, in Angriff nehmen. Dazu werden wir in den nächsten Jahren hier oder in der nächsten Zeit die logistischen Grundlagen schaffen und dann Anträge an die KEK formulieren. Vielen Dank. Danke Ihnen, Michael Fischer. Vielen, vielen Dank. Ja, starke Inputs, viel zum Nachdenken. Dafür können Sie jetzt die Pause nutzen. Eine kurze, das gebe ich zu, um 11 Uhr wollen wir uns dann wieder treffen fürs nächste Panel. Dann wird es gehen um Nachhaltigkeit und Risikomanagement. Ich darf mich schon mal bedanken an dieser Stelle. Ich sehe gerade, eine Frage trudelt hier ein. Michael Fischer, die Zeit muss sein für diese eine Frage. Und ich muss mal kurz warten, bis hier zu Ende getippt worden ist. Jana Moczarski stellt die Frage, wie können Pflichtexemplare identifiziert werden durch die Orte? Können Sie uns dazu noch kurz was sagen? Ja, genau. Also wir haben eine Ortsliste angefertigt. Ne? Die hatte über 10.000 Einträge und die haben wir aus verschiedenen Systemen gespeist, also Erwerbungssystem oder bestehende Listen. Und da gibt es natürlich immer wieder das Problem, dass man also geht es hauptsächlich natürlich über der Ort, der nicht normiert ist, um Verweisungsformen. Und da muss man natürlich immer gucken, dass man die möglichst vollständig macht. Ne? Also da sind uns natürlich jetzt auch schon Dinge aufgefallen, die wir jetzt nochmal nachziehen mussten, also wo wir eine Verweisungsform nicht drin hatten. Aber ja, das haben wir über die Orte gemacht. Und dann bitte ich Sie noch einmal um eine kurze Beantwortung der folgenden Frage. Jakob Frohmann, arbeiten Sie auch mit dem Konzept einer sozusagen historischen Pflichtliteratur, also der Verpflichtung von Sammlung regionaler Literatur, bevor es eine rechtlich verpflichtende Abgabe gibt? Genau, also wir betrachten einfach jeden Titel, der einen badischen Erscheinungsort hat, jetzt in dem Fall ab 1851, aber auch sonst, als badisches Pflichtexemplar. Und so haben wir sie auch markiert.